Leute, Herr YouTube, die Panoramafreiheit soll in Gefahr sein. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Aber allein der Gedanke daran, dass irgendwelche Gebäude, wenn man sie fotografiert, nicht teilen darf oder soll oder nicht mehr kann, oder wenn man es macht, soll man eine Strafgebühr zahlen. Ja, dieser Gedankengang ist für mich ziemlich beängstigend. Denn das ist wieder der nächste Schritt in Richtung, dass man irgendwas kontrolliert. Ja? Wenn man immer Gefahr läuft, etwas zu machen, was nicht erlaubt ist, macht man irgendwann gar nichts mehr. Ja? Also das ist wieder, na gut, wäre den Anfängen kann man ja nicht sagen, denn es hat ja schon was begonnen. Ja? So langsam und schleichend. Es ist ein allzu schleichender Prozess. Erst wurden neue Wörter erfunden oder dann darf man gewisse irgendwelche Worte oder Sätze darf man nicht mehr benutzen. Ja, man darf dies nicht machen, man darf das nicht machen. Oder so ganz kleine Dinge, die gar nicht so auffallen. Es werden immer mehr Verbote einem auferlegt. Ja? Das ist wie so ein schleichender Prozess. Also, ich sag mal, eins, man sollte immer wachsam bleiben. Denn damals hatte man auch gesagt, ach ja, George Orwell, der spinnt. Sowas wird es nie geben. Und es ist schon langsam soweit. Er hatte in einigen Punkten schon recht gehabt, was so passieren kann. Es ist zwar nicht genau so, wie er beschrieben hat, aber sehr ähnlich. Es war manchmal nicht so stark ausgeprägt. Wie hat Jean-Claude Juncker gesagt, wenn man etwas verändern will, geht man 3 Schritte vor, 2 zurück. 3 Schritte vor, 1 zurück. Dann wieder 3 Schritte vor, wieder 2 zurück. Dann geht immer ein bisschen vor und etwas weniger zurück. Ja, so merkt es keiner, die Veränderung. Also. Nun gut, ja, wollte ich das erstmal nicht sagen. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.